Hallo liebe Freunde des Rechts, es ist Montag und am Wochenende ist einiges passiert, zum Beispiel auf Twitter. Da gibt es den Hashtag, der möglicherweise für sich genommen schon eine Beleidigung darstellt. Er lautet Hashtag Heinz ist ein Wichser mit X oder mit CHS geschrieben. Und das nimmt Bezug auf einen Rechtsstreit, nun, über den wir deswegen berichten können, weil der Betroffene selbst darüber berichtet. Also da haben wir wieder diesen Klassiker, dass eine Angelegenheit durch die Selbstöffnung, also dadurch, dass jemand darüber in seinem Telegram-Kanal berichtet und die Schriftsätze dazu sogar teilt, es zu einem öffentlichen Thema macht, über das man dann auch berichten kann. Also wir haben hier einen Schriftsatz der Rechtsanwaltskanzlei Heinz Legal, Rechtsanwalts GmbH. Die gehört dem Kollegen Heinz und der schreibt eine Abmahnung an Twitter. Vorangegangen war ein Videoclip oder ein Stream, wo der Kollege durch eine Innenstadt läuft und vielleicht von einer Gruppe junger Menschen angesprochen und angeblich als Wichser bezeichnet wird. Ganz genau kann ich es nicht raushören, aber vielleicht sind meine Lautsprecher auch nicht gut genug dafür. Ist aber auch unstreitig, dass dieser Begriff gefallen sei. Kollege Heinz reagiert darauf, ungehalten, bedrohlich vielleicht, jedenfalls führt das zu unterschiedlichem Echo. Ob das jetzt die richtige, souveräne Umgangsweise ist, damit mag dahinstehen, darum geht's nicht. Wir schauen uns juristische Sachen an. Und zunächst einmal möchte ich vorausschicken, jemanden als einen Wichser zu bezeichnen, ist eine Beleidigung. Es gibt nur wenig Kontexte, in denen sowas zulässig sein kann. Und ja, da gibt es diejenigen, die sagen, ach, das ist doch ein ganz alter, herkömmlicher Begriff für Putzen von Schuhen. Aber der Bedeutung, die damit verbunden wird und die gemeint ist, ist schon eine Herabwürdigung. Deswegen, unabhängig, wo die Etymologie des Begriffes herkommt, war wohl hier die Absicht im Raum, Herrn Heinz herabzuwürdigen. Eine zweite Vorbemerkung auch noch. Herr Heinz hat nie behauptet, dass er Experte für Persönlichkeitsrecht oder Social-Media-Recht ist, so wie ich zum Beispiel nicht behaupten würde, dass ich mich mit Baurecht besonders gut auskenne. Allerdings würde ich auch im Baurecht jetzt keine Schriftsätze verschicken, schon gar nicht an große, wichtige Player in diesem Gebiet und ich würde schon gar nicht diese Schriftsätze dann teilen. Kollege Heinz hat es gemacht, weil er vielleicht auch eine andere Einstellung dazu hat, was Qualität oder Glaubwürdigkeit betrifft und das ist jetzt, klingt jetzt natürlich sehr zynisch, aber ich komme eigentlich nicht zu einer schlaueren Erklärung. Hier auf Telegram erläutert er, wie es zu diesem Schriftsatz, der, wie wir gleich sehen werden, ein wenig eigenartig anmutet, indem er schreibt: Werde ich dem jungen Kollegen, der die in Anführungszeichen Abmahnung geschrieben hat, gerne ausrichten. Smiley, Sie wissen ja, wie das ist. Manchmal überfliegt man Schriftsätze, die man nicht selbst schreibt, nur danke für den Hinweise. Und da hat sich natürlich auf Twitter dann gleich die nächste Diskussion entzündet. Wer ist denn der ominöse Mitarbeiter, der das geschrieben hat? Hat er es wirklich nicht selbst geschrieben? Denn im Internet findet man nicht viele weitere Mitarbeiter, die dafür in Frage kommen könnten und so weiter. Aber schauen wir uns das Werk mal an und gucken mal, was wir davon halten. Also es ist überschrieben mit dem Begriff Abmahnung. Und das ist zunächst einmal zutreffend, dass die Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung als Abmahnung bezeichnet wird. Typischerweise wird sie aber nicht in der Formulierung verwendet, die jetzt hier kommt. Der erste Satz lautet: Als Inhaber des Twitter-Profils Heinz Markus und damit als Rechteinhaber mahne ich Sie hiermit ab. Und fordere Sie auf, nachfolgend näher bezeichnetes Verhalten zu unterlassen. Und das, was jetzt hier dabei auffällt, ist, man merkt in der ersten Zeile eigentlich schon, dass hier nicht jemand unterwegs ist, der regelmäßig in dem Rechtsgebiet unterwegs ist. Das hatte ich vorher auch schon erwähnt. Man merkt, dass das sich eher liest wie ein Muster einer arbeitsrechtlichen Abmahnung, denn der Unterschied zwischen einer Schutzrechtsabmahnung und einer Abmahnung Arbeitsrechts ist folgender. Bei einer arbeitsrechtlichen Abmahnung geht es darum, dass man schon ein Vertragsverhältnis hat und dass ein bestimmtes Verhalten kritisiert wird und in Zukunft unterlassen werden soll, unter Androhung von rechtlichen Folgen. Das ist typisch so bei einer Abmahnung. Bei einer Schutzrechtsabmahnung wird ebenfalls auf ein rechtswidriges Verhalten hingewiesen, aber das Ziel ist nicht, tu es nie wieder, sondern gib eine Unterlassungsverpflichtungserklärung ab. Haben wir hier auch, aber es ist etwas ungewöhnlich, dass man die Aufforderung mit dem Satz beginnt, ich mahne Sie hiermit ab. Aber sei es drum. Schauen wir uns das weiter an. Jetzt beschreibt der Kollege also das Phänomen, dass nämlich hier auf Twitter dieser
Hashtag trendete und dass also darunter alle möglichen Sachen zu finden sind, unter anderem auch diese Abmahnung und natürlich viele andere denkwürdige Szenen und Ereignisse zu Herrn Heinz. Und natürlich, die Kreativität nimmt dann ihren Gang. Hier haben wir also eine Konstruktion, die natürlich sich orientiert an die vorherige Aktion, als es darum geht, du bist Heinz Pimmel vom Hamburger Innensenator und vergessen. Und so läuft also diese Geschichte noch weiter. Aber wir fokussieren ja auf die juristische Seite hier von dieser wundervollen Abmahnung. Und da haben jetzt also allerhand Ausführungen und der Kollege nimmt jetzt hier Bezug auf § 1 Absatz 3 NetzDG. Das ist die Vorschrift, die einen Katalog enthält von rechtswidrigen Vorschriften, die unter das NetzDG fallen. Und daraus möchte er entnehmen, die Verpflichtung gegenüber dem Geschädigten nach dem NetzDG Inhalte zu entfernen. Und da muss ich sagen, Herr Kollege, das mit dem NetzDG ist eine prima Sache, aber Sie brauchen das nicht unbedingt, jedenfalls nicht in einer Abmahnung. Wenn Sie Twitter davon überzeugen möchten, die Inhalte zu entfernen, dann ist der Weg, dass Sie eine Meldung nach dem NetzDG über das im Twitter-Impressum vorgesehene Formular vornehmen, auch anhand der Beiträge. Und sollte Twitter daraufhin nicht reagieren, können Sie eine Beschwerde beim Bundesamt für Justiz, das ist nicht das Justizministerium, sondern ein Amt nachgelagert in Bonn, was dafür zuständig ist, um Bußgelder zum Beispiel gegen Twitter zu verhängen. Und in der Tat, das würde ich durchaus begrüßen, wenn wir feststellen, wir stellen das gelegentlich fest, dass Twitter es nicht so genau nimmt mit seiner Content-Moderation und das systematisch erfolgt, dann könnte ein solches Bußgeld auch ergehen, bis zu 50 Millionen Euro. Richtig ist, dass sich unter dem Hashtag tatsächlich die eine oder andere Beleidigung findet. Nur ist es so, lieber Kollege, Sie sollten die einzelnen Beleidigungen melden und zu deren Entfernung auffordern. Das bloße Erwähnen des Hashtags, also quasi die Anleitung, mit der man sagt, lieber Twitter, du kannst mit diesem Hashtag Sachen finden, die teilweise rechtswidrig oder teilweise nicht rechtswidrig sind, such es dir selber raus. Das geht ein bisschen weit. Und das knüpft direkt an den Facebook-Prozess, den wir letzte Woche geführt haben. Und da können wir vielleicht ganz gut zeigen, wie weit kann denn diese Verpflichtung gehen. Und somit kommen wir also wieder auf das Kühners gegen Facebook-Verfahren. Sie können von Twitter verlangen, dass ein Tweet oder ein Meme entfernt wird, wenn es rechtswidrig ist. Und Sie können von Twitter auch verlangen, dass Sie das gleiche Meme überall auf Twitter entfernen. Sie können aber nicht von Twitter verlangen, dass Sie mit einem bestimmten Begriff nach anderen Tweets suchen, die vielleicht aus anderen Gründen rechtswidrig sind. Insofern hilft der Hinweis auf § 1 Absatz 3 nicht dafür, um das Vergehen oder das Delikt zu beschreiben, sondern lediglich als Argumentation, warum man es tun sollte. Allerdings ist § 1 Absatz 3 nur die Argumentation, warum Twitter nach dem NetzDG verpflichtet ist, aber nicht Ihnen gegenüber, sondern eher der Bundesrepublik Deutschland gegenüber. Sie selbst brauchen das NetzDG nicht für Ihre Abmahnung, sondern Sie können sich direkt auf 823.004 BGB stützen. Sie fordern dann dazu auf, die Dinge zu entfernen. Das ist angemessen. Und jetzt heißt es in Römisch 2. Ein entsprechender Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zum Amtsgericht Ellwangen hat mit gleicher Post meine Kanzlei verlassen. So, und dieser Satz kompromittiert jetzt ein wenig Ihre Glaubwürdigkeit. Denn üblicherweise würde man der Gegenseite erst einmal Gelegenheit geben, eine Unterlassungserklärung abzugeben, bevor man eine einstweilige Verfügung beantragt. Bei Plattformbetreibern kommt noch hinzu, dass die Verpflichtung zur Entfernung erst in dem Moment eintritt, wo Kenntnis erlangt wurde. Das heißt, Sie müssen im ersten Schritt erst einmal Twitter sagen, guck mal, da ist ein rechtswidriger Hinhalt, und zwar genau dieser. Und erst wenn Twitter daraufhin nicht reagiert, können Sie eine einstweilige Verfügung beantragen. In der Abmahnung anzukündigen, dass man schon eine einstweilige Verfügung beantragt hat, ist vielleicht etwas voreilig. Man kann das natürlich machen, aber es klingt nicht besonders glaubwürdig. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens, Sie erklären hier, dass Sie die einstweilige Verfügung per Post beantragt haben. Und das ist eigenartig, denn Sie werden sicherlich mitbekommen haben, dass seit dem 01.01.2022 die aktive Benutzungspflicht für das besondere anwaltliche elektronische Anwaltspostfach gilt, das BEA. Sie müssen also diesen Antrag per BEA einreichen, nicht per Post. Per Post würde es nicht bearbeitet werden, es sei denn, Sie stellen sofort den Antrag auf Wiedereinsetzung im vorherigen Stand, weil das Internet Ihnen nicht zugänglich war, was ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist im Anbetracht des Sachverhalts, der hier zugrunde liegt. Außerdem ist es etwas eigenartig, dass Sie
im gleichen Schriftsatz androhen, dass sie eine weitere einstweilige Verfügung beantragen würden, wenn nicht die Frist erfolgt werden würde. Und das ist eine eigenartige Sache. Vielleicht ist das aus dem Musterschreiben noch so hängen geblieben. Wenn man also eine einstweilige Verfügung schon beantragt hat, kann man nicht in der gleichen Sache eine zweite beantragen. Die würde dann wegen bereits eingetretener Rechtshängigkeit als unzulässig abgewiesen werden. Es sei denn, Sie setzen darauf, dass die erste einstweilige Verfügung, weil sie auf dem Postweg erfolgt, nicht wirksam ist. Aber das ist eine schwierige Angelegenheit. Ich würde empfehlen, erst abzumahnen und dann die einstweilige Verfügung zu beantragen, was möglich wäre. Allerdings müssten Sie es ein wenig noch konkretisieren, was der rechtswidrige Inhalt ist. Es reicht nicht aus zu sagen, ich werde beleidigt oder es gibt rechtswidrige Inhalte. Also hier haben Sie für den Fall des fristlosen Fristablaufes angekündigt, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, obwohl Sie gesagt haben, dass Sie sie schon beantragt haben. Als Leser würde ich auf die Idee kommen, dass wahrscheinlich gar keine einstweilige Verfügung beantragt worden ist, weder die erste noch die zweite. Jedenfalls würde ich mich zurücklehnen und gucken, was da so kommt. Dann verlangen Sie wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten auch immateriellen Schadensersatz. Das ist in der Tat denkbar und Sie haben da völlig richtig auf Telegram und auf Twitter mein Video verlinkt. Herzlichen Dank dafür, indem ich die Entscheidung beschreibe, wo Twitter zur Bezahlung von Schadensersatz, Schmerzensgeld verurteilt wurde, weil es Twitter unterlassen hatte, die rechtswidrigen Inhalte zu entfernen. Dem war allerdings vorausgegangen eine tatsächliche Kenntnisverschaffung gegenüber Twitter, ein Auskunftsverfahren nach 14 TMG und so weiter. Wenn Sie Lust haben, können wir uns das etwas näher anschauen, weil in der Tat, wenn Sie Opfer von Hasskriminalität werden, dann sollten Sie sich dagegen auch wehren. Und da wäre ich durchaus daran interessiert, dass das rechtlich in einer effektiven Weise erfolgt. Denn so wie Sie es hier betreiben, könnte es sein, dass Twitter nur die Erkenntnis lernt, dass man mit deutschen Anwälten machen kann, was man will und es passiert sowieso nichts. Der wohlwollende Schmerzensgeldbetrag von 2.500 € ist tatsächlich wohlwollend, denn die Schmerzensgeldbeträge, die für Beleidigung ausgeurteilt worden sind, sind teilweise durchaus auch höher. Es klingt aber trotzdem so, als wäre es eher wohlwollend von Twitter, wenn die freiwillig bezahlen würden, denn die Androhung hier drin sieht nicht so aus, als ob Twitter sie besonders ernst nehmen müsste. Ja, wir haben dann eine Strafbewehrteunterlassungserklärung in der Anlage. Die Twitter International Company soll also vertreten durch zwei Personen sich verpflichten. Und jetzt steht hier nicht, was passiert. Na, die Meinung, das steht in Ziffer 2 doch. Also Nummer 1 ist es zu unterlassen, rechtswidrige Inhalte, die sich gegen die Person Markus Heinz richten, zu verbreiten. Und das, lieber Kollege, wird nicht funktionieren. Denn die Rechtswidrigkeit ist wieder mal das rechtliche Argument, warum etwas nicht verbreitet werden darf, reicht aber nicht aus, um zu kennzeichnen, was die rechtswidrigen Inhalte sind. Und da haben wir ein Problem mit der Bestimmtheit. Ein Vollstreckungsgericht hat große Mühe, dann herauszufinden, ob Twitter sich dran gehalten hat oder nicht, denn es müsste ja inzident die Rechtswidrigkeit prüfen. Und gerade das ist ja Aufgabe des Erkenntnisverfahrens. Sie müssten also jetzt hier reinschreiben, beispielsweise es zu unterlassen, Tweets, die den Hashtag enthalten, Heinz ist ein Wichser, zu verbreiten. Wenn Sie der Meinung sind, dass schon die Verwendung des Hashtags eine Beleidigung darstellt. Besser wäre es allerdings, Sie würden tatsächlich beleidigende Tweets heraussuchen. Und da wird man wahrscheinlich einige finden, wenn man mit dem Hashtag sucht. Aber diese Mühe müssten Sie sich dann schon machen. Die spannende Frage dabei ist natürlich, ob jeder Hashtag, jeder Tweet, der den Hashtag enthält, wirklich eine Beleidigung darstellt. Wenn wir zum Beispiel hier mal den hier anschauen, 2000 durch die Innenstadt Irrende. Markus Heinz, aka, also also known as Quatschjure, also known as Heinz ist ein Wichser, Hans Mayer und viele andere bekannte Gesichter mit dabei. Ein paar Impressionen. Ist das schon eine Beleidigung, wenn man sagt, Heinz, aka, Heinz ist ein Wichser oder Quatschjure, ein Hashtag, den ich wahrscheinlich eingeführt hatte? Er ist herabwürdigend und ja, man kann sagen, der macht einen nicht unbedingt populär. Darüber kann man streiten, aber es kann auch eine Wahrnehmung berechtigter Interessen sein, 193 StGB.
Und da kommt es eben drauf, gibt es einen Sachbezug, wobei der Begriff Wichser, wie vorhin schon erwähnt, wohl als Formalbeleidigung durchgehen könnte. Also das könnte man versuchen. Ich befürchte allerdings, dass die Verwendung als Hashtags, gerade in dieser massenhaften Verwendung, sich verselbstständigt hat, um die Tweets zu dem Thema zu kennzeichnen, die einhergehen mit der ihnen widerfahrenen Beleidigung. Und das macht es jetzt so schwierig, weil die Berichterstattung über das Wichser-Bezeichnungsereignis ist zulässig und die ist quasi unmöglich zu betreiben, ohne auch die Beleidigung zu nennen, so wie auch das mit dem Du bist eins Pimmel schwer zu erklären ist, ohne jedes Mal Pimmel sagen zu müssen. Und das ist genau das, was die Community hier mit Ihnen tut. Sie macht daraus ein Ereignis unter dem Stichwort des Hashtags. Hier sieht man übrigens nochmal den jungen Studenten oder jungen Mann, ich weiß nicht, ob er Student ist, frei erfunden, wo dann diese Diskussion sich abzeichnet zwischen Ihnen und dem jungen Mann. Tatsächlich, ich persönlich würde sagen, so eine Diskussion gar nicht führen und schon gar nicht junge Leute damit zu bedrohen. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. In Ihrer Unterlassungsverpflichtungserklärung verlangen Sie also etwas, was nicht ausreichend bestimmt ist. Nummer 2 steht für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die bestehende Verpflichtung Ziffer 1 eine Vertragsstrafe, deren Höhe vom gläubigerbilligen Ermessen festzusetzen, um Streitfall zum zuständigen Gericht zu überprüfen ist. Das ist die typische Formulierung. Unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhangs. Ja, da haben wir so einen alten Atavismus. Der Fortsetzungszusammenhang, der ist vom Bundesgerichtshof schon vor, es ist 20 Jahre her, abgeschafft worden im Strafrecht. Und das hier ist insofern so ein bisschen die Idiotenmarkierung. Wer hat noch so alte Formularbücher, die den Fortsetzungszusammenhang erwähnen? Ist für Dauerdelikte früher wichtig geworden, aber heute wird es eigentlich in informierten Kreisen wenig verwendet. Nummer 3, vollständig Auskunft über das Ausmaß der unter Ziffer 1 beschriebenen Verletzungshandlungen zu erteilen, also ein eher unselbstständiger Auskunftsanspruch, denkbar für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Was nicht drin ist, ist die Geltendmachung von Kosten, wundert mich ein wenig, aber das ist vielleicht gerade ein Teil dieser wohlwollenden Behandlung von Twitter. Nun, das kann jungen Kollegen passieren, auf Social Media hat man sich natürlich auch über Schreibfehler, unterschiedliche Schrifttypen und so weiter lustig gemacht, weil natürlich solche Sachen Qualitätssurrogate sind. Nicht jeder Leser kann jetzt die rechtlichen Argumente einordnen, aber was jeder sieht ist, wenn schon in der Anrede unterschiedliche Schriftgrößen verwendet werden und es dann hier in der dritten Zeile heißt, sehr geehrte Damen und Herren, in der ersten Zeile, sehr geehrte Herr Lawrence O'Brien, da merkt man einfach, da wird nicht so sorgfältig gearbeitet. Kann passieren, aber die große Anzahl der Schreibfehler auf der Seite ist dann schon bezeichnend und das sagt ja doch ein bisschen was aus. Das heißt nicht, dass man nicht im Recht ist, aber es heißt, dass man halt Sachen auch mal schnell rauswirft. Und das ist, glaube ich, tatsächlich vielleicht auch eine Stilfrage schon wieder mal, dass man sagt, mir ist Qualität nicht so wichtig, mir ist nicht so wichtig, ob das Hand und Fuß hat, was ich behaupte. Und das würde ich halt anders betreiben, aber das kann man so machen. In diesem Sinne wünsche ich gleichwohl viel Glück. Wenn Sie den Anspruch gegen Twitter weiter verbreiten wollen, sollte man den einen oder anderen Stellen nochmal nachlegen und dranbleiben. Wenn es nur darum ging, einfach die eigene Bubble ein wenig zu befriedigen oder zu bedienen, dann reicht das völlig aus, so wie auch mit diesem Video hier. Wir im Grunde genommen mehr Unterhaltung betreiben als Rechtsfortbildung, aber vielleicht mögen Sie sich den einen oder anderen Hinweis ja sogar gern vornehmen und mal gucken, ob Sie noch was Brauchbares daraus machen können. Übrigens, ich habe es schon mal erwähnt, das hier ist eine Figur, die ich zu meinem 20-jährigen Zulassungsjubiläum von meinem Team geschenkt bekommen habe. Das lag die ganze Zeit hier immer unten auf meinem Schreibtisch, aber war dafür immer außerhalb vom Bild. Jetzt habe ich es mal ein bisschen höher gestellt. Den Großpudel bringe ich heute nicht vor die Kamera. Die pennt den ganzen Tag, wenn man das darunter schwenken wollte. Hat gerade nicht ihre besten Tage. Und, also, sie hat nämlich ihre Tage, das ist der Grund, warum sie gerade nicht so fit drauf ist und deshalb zerre ich sie auch nicht vor die Kamera. In diesem Sinne, liebe Freunde, bleibt gesund.